In dieser Zeit war die ganze Welt wie umhüllt von einer dunklen Wolke aus Angst, Neid, Hass, Unzufriedenheit und Gewalt. Die ganze Welt. Nun, nicht ganz. In der kleinen Stadt Nürnberg, die am Main lag und über ihr die Mildenburg wachsam thronte, schienen die Menschen noch glücklich zu sein und zufrieden. Hier in Nürnberg wohnte auch ein kleiner Junge namens Leon. Mit seinen Eltern lebte er in einem gemütlichen Haus mitten in der historischen Altstadt. Leon war klein, aber er hatte ein großes Herz, viel Fantasie und ein waches, neugieriges Wesen. Es schien, als wäre er der Einzige, der etwas bemerkt hätte. Denn Leon fühlte, dass sich auch im scheinbar so friedlichen Mildenberg die Menschen um ihn herum langsam, aber stetig veränderten. Er hatte ja versucht, es einigen zu sagen, aber keiner wollte ihn ernst nehmen. Und keiner schien sich für all die vielen Fragen zu interessieren, die dem kleinen Leon immer und immer wieder durch den Kopf gingen. Und hätte jemand den kleinen Leon nur ein einziges Mal genau angeschaut, dann hätte er die vielen unbeantworteten Fragen in seinen großen blauen Kinderaugen mit Sicherheit bemerkt. Wir machen die Sterne an und dann wird es Nacht. Was sag ich, wenn mein Kind mich danach fragt? Nur sag ich, du bist zu klein und das verstehst du nicht. Dann laufen ein paar Tränen ins Gesicht. Gipfel majestätisch die historische Mildenburg stand.
Immer bei sich hatte er ein Lederbeutelchen mit ganz vielen glitzernden Steinchen, die ihm zu jeder Zeit Glück bringen sollten. Aber immer wieder hörte er eine Stimme in seinem Kopf, die wieder mit erhobenem Zeigefinger schon fast drohend sagte: Die Wildenburg ist nichts für kleine Kinder. Das war schon fast wie ein ungeschriebenes Gesetz in Wildenberg. Und tatsächlich war die Burg für kleine Kinder eigentlich viel zu gefährlich, mit ihren steilen Felsen und den tiefen Abhang. Das konnte Leon ja vielleicht auch nur verstehen, er war ja auch vernünftig. Aber die Neugierde und die Abenteuerlust in dem kleinen Kerl wurden immer stärker. Er wusste, dass er sich eines Tages über das Verbot der Erwachsenen hinwegsetzen würde. Denn für ihn war die Burg auf eine seltsame Weise viel mehr als nur ein gefährlicher, drohender, steiniger Haus. Eines Abends, an einem klaren Spätsommertag im August, stand Leon wieder an seinem Fenster und blickte auf die Burg. Die Sonne stand schon so tief, dass sie sich golden schimmernd im Wasser des Mains spiegelte. In Leon erwachte wieder das unstillbare Verlangen, irgendwie doch auf die Burg zu kommen und dem Himmel und dem Frieden ein Stück näher zu sein. Doch an diesem Tag war die Sehnsucht des kleinen Leon stärker als die Warnung und Drohung der Gefahr. Während sich die Erwachsenen in Wildenberg wie immer um den hektischen Alltag kümmerten und nur mit sich selbst beschäftigt waren, fasste Leon einen mutigen Entschluss. Ganz still und heimlich, sodass es kein Mensch bemerkte, verließ er das Haus. Seine Schritte wurden immer schneller und immer aufgeregter, sein Herz schlug. Er bemerkte fast gar nicht, wie steinig und steil der Weg war, der zur Burg hinaufführte und wie schmal. Er lief und lief und lief, bis er ganz unten angekommen war, auf der Wildenburg. Er hatte es tatsächlich geschafft. Und es war noch viel schöner hier oben, als er es sich von seinem Zimmerfenster aus vorgestellt hatte. Der Main zog sich wie ein blaues, glitzerndes Band über das Land. Und die Stadt lag ganz friedlich und ganz klein dabei. Leon atmete tief ein und genoss das alles, was er da sah. Er war so glücklich in diesem Moment, dass er gar nicht mehr bemerkte, wie die Zeit verging und es langsam schon dunkler wurde. Und er dachte natürlich auch nicht daran, dass er den ganzen Weg ja auch irgendwann mal wieder zurückgehen musste. Wahrscheinlich wäre der kleine Leon glückselig bis in die Nacht hinein oben auf der Burg gesessen und hätte weiter einfach so vor sich hingeträumt. Doch plötzlich riss ihn ein lauter Schrei aus der Träume. Leon erschrak und noch bevor er sich umsehen konnte, woher dieser Schrei gekommen war, da glitt wie aus dem Nichts ein großer, weißer Adler so nah an ihm vorbei, dass er den Luftzug seines mächtigen Fuges im Gesicht spürte. Leon hielt vor Schreck die Luft an. Der riesige Adler kreiste genau über ihm und der dunklen Felsspitze. Einmal, zweimal, dreimal. Und schließlich verschwand er wieder. In einem seltsamen, gleißenden Licht am Rande des mittlerweile dunklen Horizontes. Der kleine Junge wagte es kaum, sich zu bewegen. Aber als es sicher war, dass der seltsame Vogel wieder verschwunden war, atmete er tief durch und stand auf. Er lief zu einer alles überragenden Felsspitze, setzte sich dorthin. Und erst jetzt bemerkte er, dass ihn der schwere Aufstieg doch sehr erschöpft hatte. Leon war plötzlich sehr, sehr müde. So müde, dass er nicht einmal der wunderbare Blick über die Stadt, die jetzt zauberhaft im roten Abendlicht erstrahlt, noch interessierte. Auch die vielen, vielen Fragen in seinem Kopf, die immer noch keine Antworten bekommen hatten,
Ja, sogar der sehnsüchtige Drang, dem Himmel ein Stück näher zu kommen. Ich nur einer.